Hallo Mitspieler, mein Name ist Lowride und ich begrüße euch zu XCOM 2. XCOM 2 ist ein rundenbasiertes Taktik-Strategiespiel, was an XCOM 1 anknüpft. Und in XCOM 1 wurde die Erde von Aliens angegriffen. Nun ist es soweit, dass die Aliens die Erde übernommen haben, die Erde sozusagen regieren und wir im Widerstand dagegen ankämpfen wollen. Aber bevor ich hier noch groß und lange erzähle, starte ich einfach mal ein neues Spiel. Durch die Menüs gehen wir später mal in irgendeiner anderen Episode, aber ich glaube, wir wollen erstmal Geld bis in Action. Wir gehen, ich zeig mal die Schwierigkeitsstufen, Rekrut für Spieler, die mit Taktik spielen oder XCOM noch keine Erfahrung haben. Ich habe ein bisschen Erfahrung, XCOM 1 habe ich damals ganz schön gesuchtet. Eine angemessene Herausforderung für Spieler, die bereits mit XCOM vertraut sind, da würde ich mich so ein kleines bisschen drin fummeln. Extreme Herausforderung für erfahrene XCOM 2 Spieler. Und Legende, da kommt man noch nicht ran, muss man Commander wahrscheinlich erstmal durchspielen. Ich werde das Tutorial mal anmachen, all dieweil es gibt einige neue Elemente, die ich auch noch nicht kenne und da soll das Spiel mir dann ruhig mal ein kleines bisschen was zu sagen. Einsteigertexte brauche ich nicht, Moment, was macht das Ding? Die Option verringert die Sprachausgabe für den Group. Brauchen wir nicht und Untertitel brauchen wir auch nicht, weil das Spiel ist, so wie ich das mitbekommen habe, komplett in Deutsch. Auf geht's. Und Stadtzentren auf der ganzen Welt bereiten sich auf die Feierlichkeiten zum 20. Einheitstag vor. Auf dem Platz der großen Übereinkunft feiern Tausende die Gründung der Advent-Koalition. Gemäß der Versprechen an die Menschheit werden bis zum Ende des Jahres 12 neue Gentherapiekliniken in ausgewählten Städten eröffnet. Oh, cool. Trotz des versuchten Angriffs einiger Randsubjekte wurden die Operationen in der Pariser Einrichtung zum Glück nicht beeinträchtigt. Die Randsubjekte werden wir sein. Auf den grundlosen Angriff kurz vor unserer geliebten Feier richtet der Redner einige Worte an uns. Einige Dissidenten wiederholen sämtliche Fehler der alten Welt. Während wir einen wohlwollenden Erlöser feiern, der nichts als Freundschaft und Mitgefühl anbietet. Und doch könnten diese trivialen Taten niemals das Band zwischen der Menschheit und den Ältesten durchtrennen. Friedenstruppen haben vorsorglich bereits mehrere landesweit bekannte Kollaborateure verhaftet. Advent versichert allen Bürgern erneut, dass die heutigen Feierlichkeiten wie geplant stattfinden werden. Perfekt. Spannung. Die Stadtverwaltung ermutigt sie dazu, alle verdächtigen Vorkommnisse der nächsten Friedenstruppe zu melden. Gemeinsam können wir ein besseres Morgen erschaffen. Gleich in Position. Sie hatten recht. Heute sind sie wirklich voll beschäftigt. Konzentration. Los, Gate Crasher. Noch 60 Sekunden. So, und es geht langsam los. Juhu! Advent-Truppen sind auf dem Weg zum Sprengpunkt. Wir müssen auf das Paket zugreifen, bevor sie herausfinden, was wir vorhaben. Aber zuerst müssen sie abtauchen. Gehen Sie hinter der niedrigen Mauer in Deckung. Verstanden. Rücke vor. Juti, kleine Lücke, wo ich was sagen kann. Ist ein rundenbasiertes Spiel. Habe ich schon angedeutet am Anfang. Und ist halt eben so, ich mache mit meinem Team meinen Zug.
danach macht der Gegner in der Regel halt die Alien-Fraktion ihren Zug. Wir haben einen Haufen Gadgets, man ist jetzt ein Tutorial, hier passiert noch nicht ganz so viel, aber man bekommt schon mal einen schönen Einblick in dem, was möglich ist. Gucken wir uns doch die Umgebung mal ein klein bisschen an. Und ihr seht, dass jetzt für diesen Soldaten, Peter Osei, mit dem wir gerade spielen, der hier markiert ist, praktisch zwei Bereiche gibt. Es gibt einmal diesen Bereich, der hier umzingelt oder umzaunt ist oder markiert ist, sagen wir mal so. Und diesen. Also dieser Spieler kann maximal bis hier vorne hinrennen. Dann hat er aber alle seine Bewegungspunkte vergeben. Wenn er hier hinrennt, dann kann er möglicherweise noch schießen, er kann möglicherweise noch reloaden und vielleicht noch andere Stunts machen. Aber wir machen mal ein bisschen mit dem Tutorial rum. Das ist jetzt ein Ablauf, den wir einfach bloß hintereinander wegspielen müssen. Also im Moment haben wir noch nicht viel Kontrolle. Wir haben zwar Kontrolle, aber wir sollen das machen, was vorgegeben ist, kennt man ja. So, Einheitenfahne. Die Einheitenfahne zeigt die Gesundheit des ausgewählten Soldaten sowie seine verbleibenden Aktionen an. Soldaten erhalten zwei Aktionen, das sind hier diese Pfeile. Osei verfügt nur noch über eine Aktion. Das ist das, was ich eben sagte. Position, aber hier bin ich ungeschützt. Besser als nichts. Aber vielleicht finden Sie weiter vorne eine bessere Position. Sieht nach voller Deckung aus da vorn. Rücke vor. Ja, es gibt keine Deckung, halbe Deckung, volle Deckung. Das sieht man an den Objekten hier an diesen Schildern. Das wäre alles halbe Deckung. Halbe Deckung nach links oben. So, und beispielsweise hier hinter diesem Display, da hätten wir eine volle Deckung in Richtung Nordosten. Da gehen wir mal hin. Crusher 2, dranbleiben. Bleiben Sie bei Crusher 1. Juti, und mit ihr rennen wir jetzt ganz durch, ohne Zwischenstopp. Habe verstanden. Ramirez. Ich dachte, die Sicherheitsvorkehrungen sollten leicht sein. Bleiben Sie im Schatten, bis alles vorbereitet ist. Wir haben nur diese eine Chance. In den Schatten. Der Trupp ist zu Beginn der meisten Einsätze verborgen. Nutze Verborgenheit, um Hinterhalte einzurichten. Wenn einer deiner Soldaten entdeckt wird, verlieren alle Soldaten die Vorteile der Verborgenheit. Besteht ihr nicht. Heißt, der Gegner hat noch gar keine Ahnung, dass wir hier sind. Gut, da steht so. Feinde sind sich der Anwesenheit deiner Soldaten nicht bewusst, solange sie verborgen sind. Nutze die Verborgenheit zum Vorrücken und Einrichten von Hinterhalten. Okay, das Tutorial möchte, dass wir hier hingehen, in diese halbe Deckung. Bleibe unten. Dass wir noch verborgen sind, wird doch überall symbolisiert. Das ist dieser Rahmen. Dieses Symbol hier oben. Und die Spieler selber haben hier auch noch ein Symbol. Also man kann es eigentlich kaum übersehen. So, Ramirez. Ramirez sieht hier an diesem Blumenkübel. Überzahl sein, aber wir haben das Überraschungsmoment auf unserer Seite. Hoffentlich reicht das. Ich sollte dem alten Mann danken. Sie und ich. Ja, ein paar Soldaten und anscheinend ein Anführer. Eben, wir sind noch nicht in Sicherheit. Wir müssen die verbleibenden Soldaten ausschalten. Ich hab sie im Visier. Angriffserlaubnis. Tun Sie's. Okay. Das ist auch neu im Gegensatz zu XCOM 1. Man sieht, also hier wird signalisiert, dass die Gegner uns hier sehen und die Verborgenheit, in der wir uns befinden, dadurch aufgehoben würde, wenn wir uns jetzt hier bewegen würden. So, was sollen wir machen? Drücke Eingabe oder linke Maustaste über eine Aktionsschaltfläche, um die Steuerung für den taktischen Kampf zu aktivieren. Klicke auf Waffe abfeuern oder drücke Eingabe, um den Angriff zu bestätigen. Gut, wir haben hier unten die Aktionen, die wir in diesem Moment machen können. Sind noch ein bisschen weniger, aber mit der Zeit des Spiels wird das noch anwachsen. Das heißt, wir werden Granaten werfen können, hier wird Reload sein, gefallene Kameraden aufheben und hast du nicht gesehen. Na, machen wir doch erstmal Waffe abfeuern. Wir wollen ja auch ein bisschen Action. So, hier haben wir die vier Gegner. Ist immer so, dass alle Gegner, die der jeweilige Soldat sieht, hier durchklicken kann, beispielsweise. Und hier sieht man auch eine Aufrechnung,
Weed praktisch zu dieser Trefferchance von 68% kommt. Gut, werden wir noch oft genug sehen in dem Spiel, gehe ich jetzt erstmal noch nicht drauf ein, weil wir wollen ja schießen sehen. Oh, say. Enemy down. So. Jetzt wissen die Gegner, dass wir da sind. Wir gehen in Deckung. So, was macht der Mires? Verborgenheit verlieren. Der gesamte Trupp verliert Verborgenheit, wenn ein Soldat einen Feind angreift, so wie wir es eben gemacht haben, ein Fenster eingeschlagen oder eine Tür eingetreten wird, ein Soldat flankiert wird oder ein Erkennungsfeld betritt. Erkennungsfelder sind hier die roten. Sie können sie jetzt sehen. Wie wäre es, wenn sie erst schießen und dann feiern? Kein Problem. So. Wäre in meinem Spiel nicht so ganz meine Wahl, aber das Tutorial möchte, dass wir vorrücken. Ich schätze Ihren Mut, aber Sie sind gefährlich nah dran. Vorsicht! So, öffne die Steuerung für den taktischen Kampf. Zack! Auch Komoot hier über die Tasten 1, 2 und 3. Also Nummerntasten. So, die Abrechnung. Wir haben nur eine niedrige Deckung. Das heißt... Nee, der Gegner hat nur eine niedrige Deckung. Das erzähle ich. Wir machen Schaden 3 bis 5 und wir können mit 63% machen wir einfach mal. Yeah. Sie notieren die Abschüsse, richtig? Es wird zurückgeschossen. So leicht kriegt ihr mich nicht. Oh, oh. Anna? Nein! Menace 2 ist am Boden! Sie ist tot! Verdammt! Solche Risiken dürfen Sie nicht eingehen. Auf die Flanken achten! Ihr wollt es auf die harte Tour. Okay. Na, dann machen wir eben die harte Tour. Wenn es nicht schon hart genug ist. Vorsicht! Nutzen Sie den Vorteil, bevor Sie flankiert werden. So. Ich bin an einer offenen Flanke des Gegners. Das sieht man hier an diesem gelben Schild. Ein Angriff auf die flankierende Einheit ignoriert ihren Verteidigungsbonus und verfügt über eine hohe Chance auf einen kritischen Treffer. Lass dich nicht von Feinden flankieren. Okidoki, dann geben wir ihm mal Saures. Mal sehen, wie dir das gefällt. Mir auf den Leib! Na, geht in Deckung. Und Ballast weg. Huh? Cutscene. So wird es im normalen Spiel in der Regel nicht ablaufen. Dass irgendwo noch irgendjemand herkommt. Sie ruft Verstärkung. Unterbinden Sie. Übertragung. Central, bin bereit. Spät dran. Was haben Sie da unten gemacht? Die Aussicht genossen. Was zur Hölle sind das für Dinge? Menschen. Zumindest früher. Menschliche Hybridsoldaten. Edwins Belohnung für Gehorsam und Treue. Wir kannten die Gerüchte, aber wir wollten sie nicht glauben. Das wollte niemand. Aber das wird sich ändern, wenn wir finden, wofür wir hier sind. Also los. Diese Übertragung scheint durchgegangen zu sein. Ein Advent-Transporter nähert sich ihrer Position. Sie haben sie gehört. Die linke Flanke decken. Advent sind die Gegner. So. Und wir sollen jetzt mit Kona E die Map drehen. Und mit ihmchen, mit Peter Osei hierhin. Bin dabei. Halten Sie die Augen offen und schießen Sie auf alles, was sich bewegt. Feuerschutz. Im englischen Original Overwatch. Soldaten mit aktiviertem Feuerschutz feuern auf die erste feindliche Einheit, die sich in ihrem Sichtfeld bewegt. Aktiviere jetzt den Feuerschutz, um dich auf die Verstärkung vorzubereiten.
Das heißt, dass wir einen Bewegungspunkt aufgeben und den Zug für diesen Soldaten beenden. Wenn sich jetzt im Alien-Zug, wenn der Alien dran ist, ein Alien durch sein Sichtfeld bewegt, wird er automatisch schießen. Okay, mit der 2, das ist hier das Auge, bestätigt. Der Haupteingang ist gesichert. Wir müssen zum Paket vorrücken. Okay, Central. Central John Bradford. Central ist praktisch sein Spitzname. Was soll passieren? Central soll hier in diesem Raum. Dann auf geht's. Menace 3, Sie sind dran. Moment. Sie sollten diese Leiche nach brauchbarer Ausrüstung durchsuchen. Wir können jetzt alles gebrauchen. Aber seien Sie schnell. Das Edwin-Zeug soll sich angeblich selbst zerstören. Gut, das ist in XCOM 2 auch neu. Soldaten sammeln automatisch fallen gelassene Objekte ein, wenn sie ihre Bewegung innerhalb eines gelben Beutekreises beenden. Wir haben ein Zielfernrohr gefunden. Diese Waffenverbesserung verleiht der Waffe, an der sie befestigt ist, einen Bonus auf die Zielsicherheit. Hört man gern. Oh, das wart aber noch nicht, sie hat ja noch einen Move, also beziehungsweise die Hälfte. Oh, der Gegner sendet noch ein paar Bauern. Verstärkungen sind eingetroffen. Sie werden nervös. Jetzt weiß ich, dass wir hier richtig sind. Autobots! Oh, er ist im Overwatch und reagiert. Er hat aber auch bloß immer ein Overwatch-Move. Also er kann jetzt nicht auf alle drei schießen. Verschwindet! Ich halte sie auf! Hält. Leichter Rückzug. Und wo soll's hingehen? Haben wir irgendwo eine Angabe? Bin ich blind? Ach, er soll schießen. Okay, er soll ja nicht weiter flüchten. Was haben wir denn? Wir haben 49 und 48 Prozent. Nein, haben wir natürlich nie 49. Ja, und das wird öfter passieren, dass man einfach daneben semmelt. Kümmere mich um die Tür! Sie rückt vor. Sie sollten die Sicherheitsprotokolle der Tür leicht umgehen können. Sie haben nie damit gerechnet, dass ihr jemand so nahe kommt. So, alle Soldaten können bestimmte Computer, verschlossene Türen und einige andere Objekte hacken, um sich Zugang zu verschaffen und temporäre Boni zu erhalten. Ja, ist auch neu. Das ist das, was ich vorhin schon meinte hier, beispielsweise Granate. Aber wir hacken erstmal. Auch neu. Cool. So. Hacken. Öffne diese Tür. Also das wird zu 100% gelingen. Und ich habe eine 6%ige Wahrscheinlichkeit oder die Möglichkeit, sofortige Verborgenheit für den Soldaten zu bekommen. Oder 2% Möglichkeit oder Chance. Eine völlige Immunität für die nächsten 2 Angriffe. Na, bleiben wir mal hier. 6% ist besser als 2%. Die Tür ist offen, aber das haben wir anscheinend nicht erledigt. Beliebige Taste zum Fortfahren. Wir sind drin. Gut, gehen wir. So, wer geht? Central geht. Rücken vor zum Paket. Hoffentlich waren unsere Informationen richtig. Was eine fette Waffe. Wir sind hier richtig. Sind Sie sicher? Ja. Da scheint eine Zugangskonsole zu sein.
Wenn Sie mir einen besseren Blick darauf verschaffen, kann ich... So viel zur Zugangskonsole. Nichts wie raus hier. Gut, Soldaten können bewusstlose, tote oder verblutende Einheiten tragen. So kann ein Soldat einen gefallenen Kameraden bergen. Central ist noch dran, also John. Und er soll mit der 3 die Einheit tragen. Okay. Auch neu. Das gesamte Advent-Sicherheitsnetz ist alarmiert. Firebrand ist in der Nähe zur Evakuierung, aber es heißt jetzt oder nie, Central. Verstanden, sind in Bewegung. Oh oh. Autsch. Nein! Central! Crusher 1 ist am Boden. Sie müssen da raus. Wir brauchen einen anderen Ausgang. Sofort! Leute, dieses Spiel ist so grausam. Ach, das ist auch so eine Hassliebe. Da, was weiß ich, da trainiert man dann im Verlauf des Spiels seine Leute hoch. Die sind dann, was weiß ich, im wievielten Level. Und dann knallen sie die einfach ab und die sind tot. So, und weg. Wird erledigt. Ist nicht so wie in The Spatials, wo die dann wieder in der Station wieder leben? Nee, hier sind sie dann tot. So, Granate, um die Wand zu sprengen. Ups. Werfe Granate! Das sollte reichen. Oh. Central türmt. Soldaten können nicht angreifen, wenn sie eine andere Einheit tragen. Aber sie können immer noch in Deckung gehen und sich mit voller Geschwindigkeit bewegen. Na gut. Dann fast auf in Deckung. Konzentration! Alien ist wieder dran. Sie sind direkt hinter uns. Ah, daneben. Auch der Feind schießt mal daneben. Sie ist zu knapp. Oh, noch einer. Firebrand, hier Gatecrasher. Brauchen sofortige Evakuierung. Holen Sie uns hier raus. So, drücke P und platziere die Evakuierungsdrohne hier. Wähle das Skyranger-Rufensymbol oder drücke P, um eine Evakuierungszone zu platzieren. Wähle einen Zielbereich und bestätige die Platzierung mit linker Maustaste. Okay, wir drücken P. Und tun, wie aufgetragen. So. In Bewegung bleiben! Das müssen Sie mir nicht zweimal sagen! So, hier oben gibt's... Okay. Und wir sollen jetzt mit ihm hier in diesem Bereich. Wir kommen zurück! Eine Einheit innerhalb der Evakuierungszone kann die Evakuierungsfähigkeit aktivieren, um sich sicher aus dem Kampf zurückzuziehen. Okay, dann machen wir das. Evakuierung. Oh oh. Und wir fliegen jetzt zu unserer Basis. Auch ein großer Bestandteil des Games, Basisaufbau. Forschen, entwickeln. Vorsicht! Wir haben es hier mit Jahrzehnten der Atrophie zu tun. Wir brauchen mehr Zeit. Ich stimme zu.
Aber nach jetzigem Stand verlieren wir den Patienten, wenn wir nicht sofort mit der Entfernung beginnen. Sind bereit. Gut. Legen wir los. Erstaunlich. Genau wie vor 20 Jahren. Wir nannten es damals noch Krieg. Xenos XCOM 1. Wir wussten nicht, was auf uns zukam. Oder das XCOM. Enemy Unknown. Reaktion von der Hirnrinde. Gut. Dringe jetzt in den Schädel ein. Ihn kennt man ja auch. Ich habe die Verbindung identifiziert. Bereite jetzt den letzten Schnitt vor. Die Werte spielen völlig verrückt. Das war doch klar. Die Implantate sind nicht zur Entfernung gedacht. Wir riskieren schwere... Es gibt keinen Plan B. Tun Sie es! Normal. Vitalwerte stabil. OP beendet. Ich wusste, dass sie nicht so leicht unterzukriegen sind. Willkommen zurück, Commander. Tja, und der Commander sind dann wir. Ich meine, wir sind ja sowieso alle. Schön, dass Sie langsam aufwachen. Allerdings beneide ich Sie nicht um die Kopfschmerzen. Dr. Teigen trifft keine Schuld. Besonders, weil noch niemand sowas vorher versucht hat. Ruhig, wir sind immer noch nicht sicher, was die mit ihnen gemacht haben. Der Chap war tief in ihrem Schädel. Ich habe auf der Suche nach ihnen viele gute Soldaten verloren. Hätte die Hoffnung fast aufgegeben, ich habe sofort auf die Informationen reagiert. Ich weiß nicht, woran sie sich erinnern, aber... Es hat sich viel verändert. Ich habe mein Bestes gegeben. Die letzten 20 Jahre waren hart ohne sie. Wenn sie Informationen brauchen, Shane hat das Archiv auf ihr Terminal geladen. Ansonsten gehen sie zu Dr. Teigen, wenn sie bereit sind. Es gibt Dinge, die sie wissen sollten. Er kann das besser erklären als ich. Es ist verdammt gut, sie wiederzuhaben. Commander. Ja, wir sind auch wieder gerne hier. Hewitt! Und dann würde ich sagen, machen wir... Commander, zum Forschungslabor. Ja, wir kommen gleich. Wir machen aber erstmal einen kleinen Zwischenstopp. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr hier reingesehen habt. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Ihr könnt mich gerne abonnieren. Daumen hoch wäre auch super klasse. Und wenn ihr Fragen habt, benutzt ihr den Kommentarbereich. Ansonsten einen wunderschönen Tag für euch.